Vorarlberg ist ein ganz spezieller Platz, das wissen nicht nur die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Es gilt auch in Bezug auf Tourismus und touristische Angebote, nämlich insofern, dass Vorarlberg tatsächlich, genauer gesagt gleich am Arlberg, der einzige Punkt ist, an dem Heliskiing in Österreich überhaupt möglich ist. Jetzt ist das vor einiger Zeit von der Landesregierung wieder verlängert worden. Inwieweit spielen denn solche Angebote eine Rolle, wenn es Ihnen vorrangig um nachhaltigen Tourismus geht? Also grundsätzlich ist es für einige Destinationen bekannterweise ein USP, wenn ich jetzt weltweit spreche. Aber es ist ein sehr sensibles Thema. Vorarlberg hat da jetzt einen Weg mit bestimmten Limits klar begrenzt eingeschlagen. Wie weit das langfristig oder auch nur mittelfristig dem Nachhaltigkeitsgedanken, der vor allem auch im Masterplan Tourismus festgelegt wurde, auf Dauer entsprechen wird, sei mal dahingestellt. Es ist ein sehr sensibles Thema und ich kann mir vorstellen, dass es hier sehr kontroversielle Diskussionen und Meinungen dazu gibt. Sie würden also keine Kampagne der Österreich-Werbung mit Heliskiing bestreiten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem wissen wir alle, dass Heliskiing eher ein Angebot ist, das eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Und da braucht man auch nicht großflächig Werbung dafür machen, wenn man mal davon absieht, dass es aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus sicher nicht sinnvoll wäre. Und Österreich sollte in der nächsten Zeit beweisen, dass wir zu den nachhaltigsten Urlaubsdestinationen in Europa gehören.